Verdammt, das war knapp! Ich muss dir noch was sagen, oder? So, haben wir noch die Brechstange, haben wir noch da, sehr gut. Das war nicht besonders realistisch. Wie sollen wir an den Kerl da rankommen? Hallo? Klettern will der George nicht mehr. Wie sollen wir das jetzt anstellen, bitte? George! Okay, so. Okay, gut. Wir sind einmal gestorben. Macht nix. So, und dann schieben wir den einfach hier rein. Puh, das war knapp. So, den schieben wir jetzt noch einen weiter. So. Okay. Wow, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wird lustig, wird sehr lustig. So, der muss jetzt hier rein. Die habe ich gar nicht gesehen. Aber jetzt habt ihr wenigstens gesehen, was passiert, wenn wir hier jetzt wieder sterben. Gut, jetzt klettern wir auf den hier drauf. Auf die andere Seite. Und jetzt bloß vorsichtig sein. Nicht weiterziehen. Sonst landen wir nämlich auch wieder in den Stacheln. Und jetzt noch einmal und noch einmal schieben. Jawohl. Und jetzt können wir den Toten untersuchen. Ach, ist das schön. Uah, da dreht sich mir der Magen um. Da ist ein Stück Stoff mit einer Art Wappen drauf. Hey, da ist etwas drin. Ja, komm. Sonst hatte er nichts bei sich. Eine antike Stola. Das würde ich auf keinen Fall tun. Okay, gucken wir mal. Ich faltete den Stoff vorsichtig auseinander. Es war eine Art Stola mit einem gestickten Wappen. Darin war eine Metallscheibe eingewickelt. Sie war mit einem Blitzsymbol verziert. Aha, sehr gut. Der Typ war tatsächlich besser ausgerüstet als wir. Schade, dass er es nicht durch die Metallstacheln geschafft hat. Gut, dass wir unendlich Leben haben. Hehehehehe. So. Jetzt hoffen wir mal, dass hier jetzt nichts mehr passiert, während wir hier zurücklaufen. Ach, komm. So. Und lauf, lauf, die Lauf. Die Nico wartet da hinten schön. So, dann kommt jetzt gleich der große Moment. Und wir stecken jetzt die Metallscheibe in diese Vertiefung. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich glaube es auch. Okay. Die Scheibe war noch warm. Ich glaube, es hat funktioniert. Ja, jetzt müssen wir die nur irgendwie festklemmen. Mist! Die Scheibe passt anscheinend, aber sie fällt einfach raus. Ja, wenn wir die Scheibe nehmen, können wir die Nico bitten, die Scheibe war noch warm. Die festzuhalten.
Moment, ich probiere mal die mit der Nico zu benutzen. Das geht nicht. Das war nicht besonders realistisch. Ja, toll. Das würde ich auf keinen Fall tun. So, hast du eine Idee, was wir jetzt tun sollen? Wir müssen durch diese Tür da drüben, George. Nein, im Ernst? Hier muss es irgendwo etwas geben, das uns hilft, dort hineinzukommen. Ja, toll. Toller Ansatzpunkt, da wäre ich jetzt im Leben nie selber drauf gekommen. So, können wir die Stola vielleicht benutzen, um die Scheibe irgendwie zu... Nein. Ich habe jetzt eine andere Idee. Haha. Wir cheaten ein kleines bisschen und gucken einfach mal, weil wenn, dann müsste sich hier ja irgendetwas... Nee. Okay, dann benutzen wir jetzt einfach nochmal die Metallscheibe und wählen danach dann möglichst schnell nochmal die Eisenstange aus. Ich glaube, es hat funktioniert. Autsch! Ist das heiß! Ohne einen Schutz für meine Hände konnte ich sie nur ein paar Sekunden lang festhalten. Okay, das heißt, wir benutzen dann die Stola. Oder die Unterhose. Die Scheibe war noch warm. So, dann benutzen wir jetzt die Metallscheibe und dann das, was wir einfach als nächstes in den Fingern haben. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich kann nicht gleichzeitig die Scheibe halten und durch die Tür gehen. Nico? Ja, George? Hier, Nico, nimm das Tuch. Damit kannst du die Metallscheibe festhalten. Und was machst du? Ich gehe durch die Tür und sehe mich mal um. Okay. Wir hätten das vielleicht... Alles klar, George. Beeil dich. Wir hätten das vielleicht zuerst mit der Unterhose probieren sollen. Wow. Es war ungeheuerlich, genau wie bei der Kraftquelle in Paris. Ja, das haben wir so ähnlich schon einmal gesehen. Und... diese Kraftquelle scheint auch in Betrieb zu sein. Und hier haben wir wieder einen Stein. Können wir den jetzt auch hier rausnehmen? Da war eine Energiesäule. Und wieder hielt sie in ihrem Strahl einen Stein. Ich fragte mich, ob dies auch ein Schlüssel war, genau wie der Omega-Stein. Die Frage wäre nur, für wo? Ich habe so das Gefühl, dass wir hier sehr bald Besuch bekommen werden. Was ist passiert? Es war wie in Paris, nur ohne Blutvergießen. Ja? Ich habe noch einen Stein. Und weißt du was? Er trägt ein Symbol, ein Alpha-Zeichen. Ja, wir haben einen Alpha-Stein. Das Symbol für Alpha war auf der Oberfläche des Steins. Moment, können wir den Alpha-Stein mit dem Omega-Stein benutzen? Nö. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal mit der Nico reden, aber... So würde ich keinen Erfolg haben. Nee, bei der nicht. Die will nicht mit uns reden. Halt, keine Bewegung, Stobbart. Und sie auch. Tja, Nico, wenn das nicht deine Partnerin aus der kleinen Show in Paris ist... Und sie spielt immer noch dieselbe Rolle, wie ich sehe. Vielleicht verfolgt sie dich. Schnauze! Alle beide! Her mit dem Schlüssel! Der Schlüssel? Oh, ich vergesse ständig Schlüssel. Sie müssen mein Gedächtnis auffrischen. Welchen Schlüssel meinen Sie? Keine Spielchen, Stobbart. Ich weiß, dass Sie ihn haben. Sie haben ihn aus dem Safe gestohlen. Ach so, der Schlüssel Salomos. Wieso haben Sie das nicht gleich gesagt? Her damit! Würden wir ja gern. Aber... Wir haben den Schlüssel gerade nicht bei uns. Wir haben ihn zu Hause gelassen. Sie haben ihn also nicht? Nein. Das ist schade.
Sehr schade. Tja, tut mir leid, dass Sie die weite Reise umsonst gemacht haben. Oh, die Reise George. War nicht umsonst. Gut. Ich wollte Sie sowieso töten. Ich muss mein... Los, George. Nichts wie weg hier. Oh, das wird wieder eng, das wird wieder eng, das wird wieder eng. Das war knapp. Das kannst du laut sagen. Ja, toll. Weiter. Komm, George, wir müssen uns beeilen. Und spring. Ich würde gerne laufen, wenn's geht. Hallo? So, da springen wir. Klettern wir hoch und... Was kommt jetzt? Oh, wir sind draußen. Harry, wir müssen los. Wohin? Zum Hauptbahnhof. Wohin denn sonst? Bringen Sie uns nur hier weg. Fahrrad zum Flughafen. Jetzt, wo du wieder da bist, George, könntest du mir einen geschäftlichen Rat geben. Ich muss mal wieder was anderes machen. Ich will das Taxifahren aufgeben und mich... Ja, ja, der Harry, aber der hätte doch eigentlich die Petra sehen müssen. Und dein Gesichtsausdruck, als die Stacheln herausschnellten. Da siehst du, was passiert, wenn du André auch nur 5 Minuten allein lässt. Nico, es tut mir leid, ich... André, was ist passiert? Irgendwelche Kerle, sie haben die Wohnung verwüstet. Aber warum? Sie wollten den Schlüssel Salomos. Wir haben gesagt, wir hätten ihn nicht. Oh, du Ärmster. Ach, die paar Kratzer wirst du schon überleben, André. Aber wo ist Bruno? Sie haben ihn mitgenommen. Und du hast das zugelassen? Moment mal, George, ich war bewusstlos. Wahrscheinlich eher mutlos. Was macht der denn hier? Als ich zu mir kam, stand er da. Seitdem telefoniert er ständig. Wer ist das überhaupt? Ein echtes Bullenschwein, ein Blödmann, ein Idiot, ein aalglatter, holzköpfiger... Aha, der Polizist, der dich eingesperrt hat. Mutig ist er, das muss ich ihm lassen. Und was soll das wieder heißen? Also erzähl uns von den Kerlen, die dich zusammengeschlagen haben, André. Einer war ein richtiger Gorilla. Ich glaube, sie nannten ihn Flap. Flap? Cesaros Männer. Na, wer soll das auch... Sie haben vielleicht Nerven. Das ist eine Grundvoraussetzung meines Jobs, Mademoiselle. Ich sollte sie rauswerfen. Wie Sie wünschen. 2 Tage lang haben Sie mich eingesperrt. Das hat man mir berichtet. Heißt das, Sie wussten es nicht? Ich wurde mit einem anderen Fall betraut. Und warum sind Sie jetzt hier? Jemand hat die Akte Collar von meinem Schreibtisch gestohlen. Ich dachte, sie seien vielleicht in Gefahr. Also, hat derjenige, der das hier angerichtet hat, eine Kontaktperson bei der Polizei? Mehr als eine. Erinnern Sie sich an den roten Sportwagen, Mademoiselle? Alle Informationen darüber sind plötzlich als geheim eingestuft worden. Cesaro hat also mächtige Freunde. Cesaro? Er ist ein mächtiger Mann. Ein Einsiedler. Ein Sektenführer, über den ich mal einen Artikel geschrieben habe. Das hat er mir wohl übel genommen. Jedenfalls hat er einflussreiche Verbindungen. Ein Mann, auf den die Beschreibung Ihres Monsieur Ostwald passt, wurde vor wenigen Stunden durch den Zoll am Flughafen geschleust. Obwohl er offenbar unter Drogen stand, hatten die Zöllner Befehl, ein Auge zuzudrücken. Wo wollten Sie hin? Sie stiegen in eine Maschine nach Prag. Was in aller Welt hat Cesaro in Osteuropa zu suchen? Offenbar handelt es sich um eine Verschwörung. Nicht nur in meiner Abteilung, sondern im ganzen Polizeiapparat, vielleicht sogar landesweit. Mit Ihrer Erlaubnis, Mademoiselle, ich möchte meine Hilfe anbieten. Das ist sehr nett von Ihnen, Herr Inspektor. Nein, keineswegs. Es ist meine Pflicht. Könnten Sie in Ihren Datenbanken nach Cesaro suchen? Wohnort, Gewohnheiten, solche Sachen? Natürlich. Ich fange sofort an. Na, immerhin. Warum hast du ihm nicht gesagt, was wirklich los ist? Damit wir noch verdächtiger erscheinen? Nein, vielen Dank. Nun glaubt er sogar, dass er uns hilft. Was ist jetzt wieder los? Was ist, wenn es diese Schläger sind? Ich glaube nicht, dass die anklopfen würden, André. Beatrice? Oh. Bonjour, Mademoiselle. Hoffentlich störe ich nicht. Ich muss mit Ihnen reden. Natürlich kommen Sie herein. Wer ist denn diese Schönheit, George? Du meinst, wer hat die denn ausgegraben? Wie? Ach, nichts. Du kennst sie also nicht? Ich hatte nie das Vergnügen. Darf ich vorstellen? Das ist George und das ist André. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Hi. George ist Amerikaner. Wahnsinn! Roswell, Kennedy, die Mondlandungen. Richtig, 3 unserer größten Erfolge.
Das ist Beatrice. Sie war Vernons Freundin. Gibt es etwas Neues? Wissen Sie schon, wer... Er wurde von einer gewissen Petra umgebracht. Sie arbeitete im Auftrag einer Geheimgruppe. Weiße Rassisten, was? Noch schlimmer, Größenwahnsinnige. Klingt unheimlich. Eigentlich geht es nur um einen Mann. Er heißt Cesaro. Er leitet eine Gruppe, die man früher die Neo-Templer nannte. Vernon hat oft über die Templer gesprochen. Wer waren sie? Der Templerorden wurde vor über 800 Jahren im Heiligen Land gegründet, um die christlichen Pilger vor den muslimischen Armeen zu schützen. Die Zahl der Templer wuchs und sie wurden so reich, dass sogar Könige zu ihnen kamen, um sich Geld zu leihen. Aber auf dem Gipfel ihrer Macht gerieten sie mit dem König von Frankreich in Konflikt. Er ließ sie ergreifen und der Inquisition übergeben. Der letzte Großmeister wurde 1314 bei lebendigem Leibe verbrannt. Aber Sie glauben, es gibt sie immer noch? Einige Gruppen, ja. Und die haben meinen kleinen Schnucki umgebracht. Haben Sie das? Wir wissen nicht mit Gewissheit, dass es die Templer waren. Vielleicht wollen sie uns alle umbringen. Mich haben sie angegriffen. Sehen Sie hier. Ach, Sie Ärmste. Aber Sie haben sie bekämpft. Sie leben. Sie müssen sehr mutig sein. Tollkühn vielleicht. Oder vielleicht auch nur blöd. Sie haben recht, Beatrice. Wir sind hier nicht mehr sicher. Ich bin in Vernons Wohnung gezogen. Sie könnten bei mir wohnen. Hört sich gut an. Moment, wir müssen etwas wegen Bruno unternehmen. Wie? Wir wissen nur, dass er nach Prag gebracht wurde. Dann sollten wir genauer herausfinden, wohin in Prag. Und wie sollen wir das anstellen? Erinnerst du dich an das Theaterbüro? Das mit dem schießwütigen Gorilla? Offenbar gab es dort Dinge, die es wert waren, dass man sie verteidigt. Glaubst du, wir könnten dort einen Hinweis finden? Es ist einen Versuch wert. Ich gehe hin. Du bringst unsere Sachen in die Wohnung von Beatrice. Dabei helfe ich. Und buchst uns Flüge nach Prag. Warum soll gerade ich das machen? Weil du der mit dem Geld bist, George. Bevor wir überhaupt irgendwo hingehen, Beatrice, es gibt eine Botschaft auf einer DVD. Die sollten Sie sich ansehen.